bodenständig. Traditionell. Und im breitesten Dialekt. In der Gondel, oder aus der Gondel, berichten wir jetzt vom Josef Fleck. Eigentlich vielleicht noch besser bekannt aus der berühmten Abfalldynastie Dokkal. Mama Annemarie ist deine Mutter. Also, dann schon bitte recyceln, gell? Oder recyceln? Bitte. Ja, recyceln. Ne? Der Fachmann. Man möge mir das verzeihen, bitte. Josef, du kommst also aus dem Gewerbe, du hast schon dort gelernt. Richtig. Beziehungsweise deine Spuren verdient. Ganz genau. Aber lass uns zu dem Grund kommen, warum du in der Gondel hockst. Zu meiner Berufung. Zu deiner Berufung. Du hast dich gefunden, wenn man das so sagen darf. Absolut. Man möge um mir das wieder die Unwissenheit in dem Sinn, wir sind eine authentische Sendung und nicht wahnsinnig vorbereitet, aber Leute, die mich begeistern und interessieren, die haben Platz in der Gondel. Natürlich auch viele andere, die 14er Lenzflieger möchten. Du motivierst, du machst Kurse, du hilfst Menschen. Richtig. Erklär uns einmal das Paket bitte. Warum kommst du zu sowas? Das hat mich eigentlich schon das ganze Leben lang begleitet, immer schon. Egal, ob das da zusammen in Leipzig war. Ich habe 300 Leute bei mir unter mir gehabt in meinem Unternehmen mit dem Bruder zusammen. Oder ich habe immer schon mit dem Mensch befasst, weil der Mensch ist einfach nicht nur der wichtigste Faktor, ist überhaupt das wichtigste Wesen, was ein Unternehmen haben kann. Das macht ein Unternehmen aus, es macht uns aus. Ja. Und was für eine soziale Kompetenz haben wir, wie gehen wir miteinander um, wie kann man jemand Schwächeren, der vielleicht nicht so den Ehrgeiz, den Biss hat, wie kann man den auch motivieren, dass er selber in die Spur kommt, dass er nicht einfach von außen motiviert ist, weil es immer verbrannte Erde, sondern von innen, dass er Erfolge kriegt, dass er einfach lernt, sich umzuprogrammieren. Ja. Weil viele Leute, so ein Spruch, so, ich kläre immer gern so auf mit so angenommenen Wahrheiten, zum Beispiel wie, ja, also, da gibt es so viele Einsichten und Ansichten, wo die Menschen haben und sie sind total am Holzweg. Ja. Und ich sage ihnen, schau mal, wir müssen die Gedankenmuster ändern, wir müssen die Sprachmuster ändern und dadurch verändern wir auch die Gefühle. Und die Gefühle, so wie wir uns fühlen, so entscheiden wir die angehenden Aufgaben, die wir jetzt zum Erledigen haben. Darf ich das so sagen? Entschuldige, wenn ich da mal reinfahre. Ist das ein Motivationstrainer? Ich merke jetzt schon an deinem Auftritt, du hast da richtig Programm, du hast was zum Sagen, oder hast was zu erzählen und was zu transportieren. Wen sprichst du an? Ich meine, du hast jeder. Ich sprich wirklich alles so. Wirklich jeden, weil jeder Mensch hat Aufgaben, hat Probleme, hat Bedürfnisse und jeder Mensch hat so eine Glaubenssätze in sich und viele sagen also, Wissen ist Macht, oder? Ja, falsch, Wissen ist nicht Macht. Ja. Wissen ist nur ein Potenzial der Macht. Ja. Tun und Handeln ist die Macht. Ich muss was umsetzen, ich muss was tun, ich muss in Aktion gehen. Ja. Ja. Und dazu zeigen den Leuten, wie das einfach funktioniert, wie man das macht, wie man die Gedanken schult, wie man die Gefühle damit beeinflusst, wie man das Sprachmuster verändert, was das für eine Wirkung für uns hat. Mhm. Und da merkt er sofort einen Erfolg. Und zwar in Millisekunden kann man da die Energie anheben mit der richtigen Technik. In Millisekunden? In Millisekunden. Kann man anheben? Wer ist der Mann? Du? Nein, auch der Laie, der noch nie was davon gehört hat, ich verknüpfe ihm das, ich erkläre ihm das, wie das zusammenhängt. Körper, Geist, Gefühl, weil je nachdem entsprechend, wie du dich fühlst, bist du mit dem durchschnittlichen Gefühl unterwegs, dann entscheidest du durchschnittlich, dann handelst du durchschnittlich. Ja, bist aber in einem guten Gefühl, hast du gute Energie, triffst du gute Entscheidungen, hast du gute Resultate und es zahlt sich aus im Leben. Ja. Du hast unheimlich das Auftreten, man merkt es schon. Du stehst auch vor mehreren Leuten. Ich stand vor mehreren Leuten, manchmal 100, 200 Leute. Ach, so viel schon? Ja. Und die motivieren. Also gut, ich muss gestehen, ich bin ja mal eingeladen als Redakteur, auch bei einer deiner ausgebuchten Sessions, hätte jetzt mal gesehen. Wie nennt man das? Workshops. Und da habe ich gestaunt, du hast das damals mit einer Dame gemacht, richtig. Also im Team haben ja da eine motivierte Dame und ein Herr. Und ich habe da gestaunt, wie innerhalb von Sekunden nach der Begrüßung die Leute schon im Griff gehabt haben. Absolut. Mir war das denn ein bisschen zu subjekt und ich dachte, das war alles vorbereitet für uns als Journalisten. Aber nein, das waren Leute, eigentlich wie du und ich. Absolut, alles live aus dem Leben. Leute, die haben sehr viel teilhaben können schon, die sind auch bei dir, hast du mir mal erzählt. Richtig, ganz genau. Manager-Kollegen. Ganz genau. So. Was suchen die bei dir? Die wollen auch, dass es ihnen besser geht. Die wollen auch aus ihren, was mache ich speziell? Ich führe die Leute
aus dem Käfig ihrer Gedanken, Gefühls- und Sprachmuster raus. Ich zeige ihnen anhand von Methoden und Techniken, wie sie da rauskommen, wie man sich selber programmiert, dass man sich zum Erfolg programmiert. Also kurzes Fallbeispiel, interessiert mich, jetzt hast du mich heiß gemacht. Ja. Also ich bin jetzt Manager, ich habe nichts anderes im Sinn, als meine verdienstoptimierteste Leistung zum Holen. Ja? Ja. Und das ist ein Gedankenmuster. Du hast deine Glaubensmuster, so. Du entscheidest, du handelst, wie zum Beispiel in der Früh. Und wieso ist das jetzt für mich nicht zufriedenstellend? Wieso komme ich zu dir jetzt? Wenn es zum Beispiel im Business, wenn wir gerade beim Business sind, bleiben wir gerade da. Jetzt hast du immer, machst Akquisen und immer kurz vorm Auftrag sagst, alles ist sicher und kurz vor der Unterzeichnung von dem Kontrakt platzt es. Okay, jedes Mal. Ah, super, schön. Aha, okay. Ja? Aus so einer Situation kann ich sagen, Josef, ich mache keinen Abschluss mehr. Jetzt erkläre mal kurz, wie sowas überhaupt passieren kann. Also, wenn sich im Leben zweimal, dreimal das Scheitern so wiederholt, dann sollte man sagen, hey, irgendwas läuft da falsch. Also, da hat mir nicht irgendjemand was Böses gewünscht oder da habe ich so viele Feinde um mich oder ich sehe sonst irgendwas. Nee, das bin ich selber. Ich habe da irgendwelche Muster mir, die ich vielleicht nicht erkenne, weil ich bei mir selber betriebsblind bin. Und dann sagt er, okay, ich hole mir einen Profi, einen Coach, einen Spezialist von außen. Der stellt mir ein paar Fragen, der kennt meine Muster und dann greift er mit mir drauf ein. Dann merke ich natürlich auch, dass die Leute nur in durchschnittlicher Energie sind. Und dann bringe ich die wieder in Energie. Und ich arbeite mal so zwei Stunden mit denen massiv und dann sind sie schon richtig müde. Und dann sage ich, hey, du bist nachher gleich viel mehr in Energie, als wie du die letzten 5 Jahre den besten Schlaf, was du gehabt hast, und nach, du bist mehr Energie, als wie wenn du toll ausgeschlafen bist. Und das in Millisekunden. Und das zeige ich dir. Beim Anfänger, muss mich korrigieren, dauert es ja ein bisschen länger, 15 Sekunden, aber nach der vierten, fünften Wiederholung sind wir im Millisekundenbereich. Und das ist das Faszinierende, also, weil wir haben alle keine Zeit und keine Geduld, das muss schnell gehen. Ich habe was jetzt, wie schnell wir da jetzt auf 14.01 kommen, das ist ja schon ein fertiger Workshop, was du da vorträgst, fertige Motivation. Du bist im Aufbau eines speziellen Kurses mit einem Kollegen. Genau, das ist ganz kurz erklärt. Das ist der Dr. Ingo Bröck. Der ist auch im Bludenz. Der ist auch im Bludenz und wir kennen uns schon viele Jahre und bauen jetzt gemeinsam so eine Workshop-Reihe auf und sind dann im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und machen dann einen Workshop nach dem anderen. Wir machen auch hier im Ländle, also kleinere Workshops mit 3 Stunden, die uns dann erkennen, dass wir uns kennenlernen. Das wird im Juni, Juli losgehen. Aha, okay. Dann gibt es auch eine Homepage, die werden wir dann freischalten und da kann ich dann dich oder euch informieren und sage, ja. Sehr gerne. Und dann legen wir los und dann jedes herzlich willkommen. Dann sehen wir das einmal mit der Kamera, was der Josef da alles macht. Ich sage vielen herzlichen Dank, lieber Josef, für diesen motivierenden Schub jetzt um 14.01. Du gehst jetzt mit uns aufs Terrestrienssprung. Auf jeden Fall. Die Aussicht ein bisschen genießen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Super, recht herzlichen Dank auch, Andreas. Danke, hat mich gefreut. Weiterhin viel Kraft für die Motivation dieser Leute. Und immer. Wir sagen Danke. Danke fürs Zuhören.